voorbeelden van Kevin, maar dat is water. Dus je ziet er nogmaals een beeld schade, weet je wat. Die zag ik echt wel voor je hier. Dat zijn die thema's dat we doen, die toch mag worden. Eigenlijk alleen moesten we maar even dat voorgeven, dan moesten we weer iets zo goed afdelen, wat mag er met de aandacht doen eigenlijk. Was voor genetisch modellen zullen we verwenden. Die taak om heute onder deze titel, deze toeschrift te maken. Wat zijn die onderscheiden tussen de zoeksystemen? Zo weet je dat onderscheid niet halen. Wie groot zijn die of wie klein zijn die? Aan volgens van Wienjournaal heb ik met hem zomaar eventueel onderwegs nogmaals in de machine gezet om een beetje testen en wat beelden gemaakt zo gelijke thematiek. Het schijnt zich toch een etwas breiter interesse aan die vragen wat wie weet waarom in de Bundesrepubliek gezucht en waarom aan te banen. En dat is een der consequenties van mijn toen met die al die lijkenveerden hier in Raum. Wäre ich sehr glücklich, dass man sich zueinander findet. Ich habe gemerkt, jetzt werde ich ein bisschen kritisch, tut mir leid, aber es muss sein, denke ich. Ich habe gemerkt, schon lange, 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 dass in der, auf der Basis, die Ebene, die Diskussion über sind da Unterschiede und wie kräftig sind die Unterschiede und wie weit müssen wir uns gegenseitig wehren oder abschirmen oder wie auch immer, nicht existieren. Die Widerstände sind viel höher, die Pyramiden zu suchen. Gut, ich habe es gesagt. Es musste sein. Das ist mein Bild im Bereich Genetikzüchtung über den Bienen. Sie sehen da, dass da irgendwelche komische Buchstaben hingeschmissen sind. Bedeutet, ich verstehe viel zu wenig von der Bienen. Wir wissen, dass da eine Königin drin sein muss, in das Volk, dass da Arbeitskinder rumlaufen und dass da Drohnen sind. Das wissen wir. Dass sie miteinander in Interaktion stehen, wissen wir auch. Und dass das Ganze dann zusammen das komische Ding, das wir Bienenvolk oder die Bienen nennen, in deutscher Sprachraum, da habt ihr ein glückliches Begriff dafür. Das wissen wir auch. Und dann dabei, an der Stelle hört für mich die Kenntnis auf, nur das Erstaunen bleibt drüber. Ich stehe davor und verwundere mich. Und noch ein Bekenntnis dazu. Ich bin sehr wohl in der Lage, um von einem Bienenvolk zu entscheiden, mit dem ich nächstes Jahr nichts mehr zu tun habe. Aber um zu entscheiden, ja, das ist mein Spitzenvolk. Ich bin ein Biolog, das kann sein, dass mir das ein bisschen daran hindert. Das kann ich nicht. Weil ich einfach simpelweg weiß, wir sind ein paar Dinge, die Bienenvolk nie beurteilen können und den Rest können wir einfach nicht. Ja? Deshalb bin ich nicht so sehr für das Ausselektieren, sondern mehr einer für das Wegschmeißen. Gut, wenn ich zu schnell gehe, dann bremst mich bitte. Auch mit meinem Wortflow, ich weiß, ich rede schnell. Aber kann ich nicht nennen. Gut, das ist die Situation. Ja? Das ist ein Bienenvolk. Und mehr wissen wir nicht. Die beiden Bilder hier, das sind Bienen, die dabei sind, tote Brut auszuwaschen. Das ist eine spezielle Eigenschaft und es gibt Bienen im Völker, die es können und es gibt Völker mit Bienen drin, mit keinen Bienen drin, die es können. Und das sind dann auch die Völker, mit denen man die Chance hat, etwas mehr Kaltblut zu sehen. Wenn man nicht weiß, wie sie aussieht. Gut, das ist auch noch so ein Bild eigentlich, nur ein ganz kleines Aspekt. Wenn wir das Honigsamen uns angucken und in Detail uns anders fragen, was wissen wir davon und was muss die Biene eigentlich mitbringen und können? Sie muss fliegen können. Ja? Sie muss erst dafür sorgen, dass sie Split hat. Und dann müssen wir wissen, wo es lang geht. Und da sind noch 100.000 andere Sachen, die sie für das Samen machen muss. Dann muss sie zurückfliegen. Dann muss sie wissen, dass sie tanzen muss. Oder sind andere im Stock, die wissen müssen, was sie damit meint. Und zum Schluss sind da auch noch Bienen, die, oder sie selbst muss dafür sorgen, dass die Vorratshaltung in Ordnung ist. Ja? Das ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Und sie können alle sicherlich für sich ein so ein kleines Stück vom Bienenvolk-Leben rausnehmen und mal darüber nachdenken, was steckt da alles dahinter? Ja? Und dann denken wir an die Genetik und dann fragen wir uns ab, was dürfen wir da machen, was dürfen wir da nicht machen. Deshalb sind wir wieder bei der Frage, ausselektieren oder wegschmeißen. Ich dachte vorhin, dass die eine der Erfolge in den Triebkleinfeld daran liegt, dass er seine Völker für seine Triebweise ausselektiert. Das hier ist eine ganz alte Geschichte. Hier, 1966. Wissenschaftlich betrachtet ist das schon fast nicht mehr wahr. Louvot hat damals
Völker aus dem Pariser Becken, also Frühtrachtbienenvölker, in die Heide nach Südfrankreich transportiert. Und die umgekehrt, die andere Reihe, da hat es so auch gemacht. Und das Bild hier gibt über den Pollensammerei, oder die Gewichtszunahme von den Völkern, die Unterschiede addiert über das ganze Jahr. Sie sehen, die eine Gruppe ist relativ geschlossen und die andere Gruppe Völker ist unstreut unheimlich, wie was sie da in dem Gebiet gemacht haben. Und es ist klipp und klar, dass die fremde Völker nicht klargekommen sind. Das heißt, das Bienenvolk ist lokal gebunden. Es gibt einen Ökotyp, wie die Vogels nennen. Und wenn das falsche Volk am falschen Ort ist, dann kann es ein gutes Volk sein, dann passt es relativ gut zu den örtlichen. Aber es kann auch ein ganz schlechtes sein, dann landet es hier unten irgendwo. Und das wissen wir schon seit 1966, wenn wir es wissen wollen. Und das ist ein wichtiges Aspekt. Diese Gruppe bleibt vor Ort und macht natürlich, da wird jedes Jahr eine neue Generation gemacht. Und nach ein paar Generationen sind die Unterschiede weg. Das heißt, dann sind es plötzlich die lokalen Bienen geworden. Oder bei Hermann die Bienen für seinen Betrieb. Und die örtliche Drohnenwolke steuert das, sicherlich. Und Erik hat uns heute Morgen eine Kollegin, Sweden, ich kann den Namen nicht aussprechen, die helft noch immer beim Üben, Christin, und dann hört es auf, ihre Dissertation vorgestellt und sie beschreibt eindeutig, was diese Drohnenwolke darstellt und wie man die zu berücksichtigen hat und was das genetisch ist. Und wenn vielleicht alles gut geht, werden wir die Damen im Frühjahr irgendwo in Deutschland zum Vortrag haben. Ich hoffe. Also das ist meine nächste wilde Idee. Und wie mir gesagt, 1966. Sind noch keine 50 Jahre, aber das dauert nicht mehr lange. Und 50 Jahre ist ein halbes Jahrhundert. Jetzt will ich ein bisschen reden über was wir tun bei Selektion oder bei Züchtung und was wir nicht tun sollen. Darum das müssen, können und dürfen. Meine Zweifel, also vielleicht auch eure Zweifel. Wir haben es gesehen mit dem Ökotyp von dem Volk, das steuert uns, wenn wir uns zu weit aus dem Fenster hängen, garantiert entgegen, wenn wir es gar nicht machen. Oder wir betreiben Zucht. Dann selektieren wir nach unserer Überzeugung. Wir kennen das System Kork in Kreis von früher. Die haben sich für deren Betriebsweise deren Völker herangezüchtet. Die guten Völker wurden überwintert und die schlechten Völker wurden nicht überwintert. Aber die waren auf die Betriebsweise eingerichtet. Die Völker müssten im Frühjahr fahren, schwärmen, weil im Frühjahr galt für die Kornimkerei von 1 nach 3. Und dann gehen also 4 Produktionseinheiten in die Heide und dann würden sie wieder zurückgeschraubt auf 1. Also von 4 nach 1. Wenn man heutzutage, da gibt es natürlich Kernjünger, die aus Traditionsverbundenheit oder was auch immer, auch mal gerne einen Korb halten möchten. Und was passiert dann? Das Ding läuft über. Weil ein Teil der alten Schwarmtrieb zur rechten Zeit ist, aus der jetzigen Biene rausgezogen. Das ist ein anderes Zuchtverfahren, Basiszucht nach Golds. Das funktioniert in der Sinn, dass die von einem Bienenstand das beste Volk für die Generation fürs nächste Jahr genommen wird. Wobei man sich gut realisieren muss, dass Golds das für jede seiner Stände mit maximal 912 Völkern als individuelle Stand gemacht hat. Und was hat er eigentlich gemacht auf diese Art? Hier waren 96 Völker, auch 8 Bienenstände. Er hat also 8 Lottoscheine ausgefüllt. Ja? Und wenn dann einer der Lottoscheine leider Gottes daneben war in dem Jahr, hat hij die andere 7 goed ausgefüllt gehad. Das heißt, man kann sowas sicherlich sehr gut tun. Und man bleibt in den Ökotyp rein, weil man zu Hause bleibt, man bleibt vor Ort.
wenn man das auf diese Art macht. Aber für Eigendienststand geht man natürlich das Risiko ein, dass man in einem Jahr mal das Falsche vorkauft. Das kann passieren. Aber Kroos hat auch die Streuung damit. Hat das Risiko gestreut. Und dann gibt es die Reinzucht. Und Reinzucht ist eigentlich nichts anderes, aber das wird zu leicht vergessen. Ja, ich kenne die Vater und die Mutter. Ich habe also die Abstammungen von beiden Seiten. Ich habe Papiere, wo das drin steht. Das ist Reinzucht. Eigentlich. Und ich habe natürlich mich auf das eine Volk festgelegt, das soll die Mutter für meine nächste Generation werden. Oder das soll die Mutter für meine Thronfolger werden. Das Schweizer Modell habe ich als Schweizer Modell hingeschrieben, weil in der Schweiz vor langer Zeit die Planung so war und man versucht hat, um die Zuchtsysteme alle unter einen Hut zu bringen. De Malifra, de Kanika und de Rückfahrt. Dat is leider Gottes doch wieder auseinandergedriftet. Hintergrund war letzten Endes Bedingungen in Zusammenhang mit Fördermitteln, wie immer. Das Geld spielt die grootste Rolle und macht Freundschaften und alles Mögliche kaputt. Aber die Schweizer haben mir vor ein paar Wochen erzählt, dass sie hoffen, dass sie doch wieder zueinander finden. Und ich habe deshalb Prädikt für das Schweizer Modell, weil ich das in de Bundesrepublik auch gerne sehen würde. Wir können miteinander reden und wir sind uns eins. Gut. Selektionsintensität, das geht über die Frage, wie viel von das Gute oder das Schlechte, je nachdem, gebe ich weiter an die nächste Generation und wie viel will ich wegschmeißen oder wie streng will ich selektieren. Ja? Also wenn ich keine Selektion treibe, dann gebe ich also viel von der alten Generation weiter an die nächste. Logisch. Wenn ich Linienreinzug betreibe, dann ist die Selektionsintensität sehr hoch. Ich nehme nur das eine Volk mit im Prinzip. Und die Weitergabe an die vorige Generation ist aus der Populationssicht betrachtet sehr gering. Und wenn man Zucht nach Mutterahnen betreibt, dann ist es je nachdem, in welchem Schritt man sitzt, in welchem Verfahren man gerade steckt, schmeißt man viel weg oder schmeißt man wenig weg. Wenn eine neue Kombination gemacht ist, dann wird alles, was nicht gefährdet, weggeschmissen. Und nur das Bessere wird für die nächste Generation weiterverwendet. Und wenn die Linie steht, dann wird einfach alles weiter mitgenommen. Dann ist die Selektionsintensität an der Stelle gering. Das ist also eine, wenn diese Rolle an je nach Lage unterschiedliche Selektionsintensität. Gut, jetzt was über das Bienenvolk selber und seine Genetik. Hier. Die Eigenschaften, die wir selektieren möchten, ja, ich betone das möchten. Die finden wir alle im Volk. Es sind die individuelle Bienen im Volk, die die Leistung erbringen, aber wir finden sie letzten Endes im Volk. Und sie sind erblich, sie werden vererbt. Verteidigungsverhalten, Hygieneverhalten, das Honigsammelintensität wird vererbt, die Relation zwischen Boden und Pflanzen wird auch vererbt. Die Amerikaner haben mal einen Versuch gemacht, weil sie kennen, ihre Völker für die Luzernenbestäubung mehr Geld verlangen wollten, Völker, die sich auf die Luzerne spezialisiert hatten. Das heißt, wenn sie in der Gruppe Völker sind, in de Pollen vallen zum Teil von einer Pflanze mehr dan in andere, und wenn sie damit die Völker weiter züchten, kriegen sie also Völker, die sich spezialisiert haben auf eine Pflanze. Inzwischen wissen wir von die Ernährungsphysiologie von den Bienen so viel, dass das ganz ungesunde Völker werden, weil sie einseitig ernährt werden. Aber die Biene ist noch so weit ein Wildtier, dass sie solche Sachen mit sich machen lässt. Also passen sie auf, dass sie es nicht tun. Die Samenreife ist auch erblich bedingt. Und das hier ist ein relativ neues Ding, was mich als Biologe und ein bisschen mit der Genetik befasst, unheimliche Freude bereitet. Weil wir haben hier endlich mal eine saubere wissenschaftliche Arbeit, die uns erzählt, eine große Population unterschiedlicher Drohnen in der Samenblase der Königin macht, dass die Temperaturregulierung in der Traube sehr sauber abläuft. Habe ich nur einseitige Drohnen in die Spermatheca, kriege ich eine schlechte Temperaturregulierung. Bedeutet nichts anderes als, wenn ich eine natürlich gepaarte Königin habe, dann habe ich auf alle Fälle die Garantie, dass ich eine gute Temperaturregelung im Volk habe, aber auch habe ich endlich mal hier ein Ding, das mich verstehen lässt, warum diese Mehrfachpaarung so wichtig ist. Wir wissen, dass sie existiert,
Und wir haben immer gesagt, ja gut, die Königin riskiert natürlich ein bisschen, dass sie wegen bei der zweiten oder dritten Hochzeitsflucht von einem Vogel geschnappt wird. Also das Vogel läuft ein bestimmtes Risiko. Und das, aber es scheint für das Vogel besser zu sein, wenn die Mehrfachpaarung da ist. Sonst würde es in die Natur, über die lange Zeit, dass die Honigbiene sich hat evoluieren können, nicht so passiert sein. Und endlich haben wir ein heiter Fakt auf dem Tisch. Guck mal, da ist die Mehrfachpaarung für dieses kleine Detail im Volk wichtig. Also jetzt, jetzt haben wir ein Argument, warum es sein muss. Die Mehrfachpaarung mit unterschiedlichen Formen. Genetisch. Und natürlich ist das alles, gibt es hier. Hier wird also ein Pintest gemacht, um das genetisch, das Hygieneverhalten von Bienen zu beurteilen in Zuchtgruppen von dem Sterreninstitut. Wir machen das met een ganzes team, waar we zo ongeveer 60, 70 vogels op een slag machen müssen. Die testverfahren sagt das alles über wie goed kan das Bienenvolk goed erkennen und ausräumen. Aber es ist ein relatives Maß. Das heißt, wenn wir über die Suchtpopulation im Institut das wissen wollen, ein oder zweimal im Jahr, dann müssen fast alle Völker einen Schlag machen. Und deshalb brauchen wir so viele Hände. Und das ist der Vorteil von dem Ausbildungsbetrieb. Man kann das die mehrere Hände organisieren. Und wir haben gemerkt, dass wir das Ding wegen selektieren können. Am Tier kann man auch Vorsicht überhaupt. Aber nicht heute. Gut. Das ist eine auch schon eine alte Geschichte. Es ist etwas jünger. Peter Robinson, 1991. Sie sehen hier abgebildet im Prinzip drei Gruppen Bienen als ein Bienenvolk. Genetisch sind die unterschiedlich, weil sie ein bestimmtes Enzym in der einen oder anderen Form hatten. In die Zeit hatten wir keine bessere Trennung in Gruppen in ein Bienenvolk als in drei oder vier. Bessere Analyse war nicht da. Wir hatten keine gute Lupe, um zu dir von der einzelnen Arbeiterin zu erzählen, du bist eine Tochter von diesem Drom in de Spermatheca. Heutzutage kunnen we met onze moleculargenetik kunnen we dat genau feststellen. Und was passiert war, war nichts anderes als, es wurden Bienen abgefangen, die hier, die Amponen sammeln waren, oder die Neutrachtensammlung machen waren, oder die vor dem Flugdruck auf die Fremdbienen aufpassten. Er wird geguckt, wird also, die wurde in ein Töpfchen, du bist eine Verteidigungsbiene, oder du bist einer, die in der Schwangerschaft auf Suche geht nach einer neuen Wohnung. Jede Klasse würde in een aparte emittente Topf geschmissen. En dan wordt er geguckt, oké, du warst in die Klasse, aus welcher Gruppe kommst du? En dan sieht man, dass die genetische unterschiedliche Gruppen unterschiedlich vorgeprägt sind, um das eine oder das andere zu tun. Meer will ich damit nicht sagen. Das heißt, je nach Hebung der genetischen Abstammung von der Königin plus der Abstammung von der Drohne, der Vater, ist eine Biene im Stock. Meer dazu geneigt, das eine oder das andere zu tun. Auch da ein Hinweis, dass diese genetische Variabilität in der Spermatheca einen Sinn hat. What does Hive Search mean? Was heißt Hive Search? Das heißt, sorry, da war ich zu schnell. Das hier heißt, das Suchen nach einer neuen Wohnung. Also, ja. Hive Bienenwohnung. Stopp. Also, in welke situatie als die zoeken naar dat loch in de bal, waar we nog heen kunnen? Oké, hier wel weiter. En hier den Satz: de Bin is also een gemis van viele Spezialistinnen. Dat maakt als Volk. En als Volk braucht die viele Spezialistinnen. Ze zijn feitelijk al deshalb Spezialistinnen. Dat is mijn Deutsch, ik weet het. Ja, dus daar komt het. Ik heb hier nog een ganz andere geschiedenis, die is af niet alle de jüngste. De heer Krugger war seinerzeit de Zuchtobmann in Hamburg. En hij had meermaals Geschwister voor de Königin hersteld. En die nach twee, drie Begattungsstandorten hingeschickt. Einmal zur Hauptstadt, einmal zu den Überlegstellen Montblanc geschickt. En einmal zu den Überlegstellen Amon geschickt. En wie Sie sehen, waren die. Völker, die auf Amrum waren, auf alle Fälle besser als die auf der Überlegstelle Pohr-Glenz waren. Und die waren auch besser als die Völker, die zu Hause geblieben waren.
gedaan, standaard gedaan. Dat is die afbeelding van eigenlijk een zuster. Was moest men dat vinden bij een job dat je daarvan wist zou. Dat is kans eigenlijk. Jezelf zag, dat zie je is gekomen waar we zoveel. Mijn liefde wonen nog hadden bij ons om die vulgen hadden alle gezwemd, dus dat waren die kregen hier niedriger als die anderen. Die differentie tussen Poa Grundkoningin en Begatterde Koningin en de andere Begatterde Koningin is kan simpel. Dat zie je waar aan de ruimtes beleegstellen met gezwisten of met gezwisten dronen met die zo worden, of dronen als gezwistenvulgen, als een aantal voorschriften. En de andere waar Alfred Peschet aan de private beleegstellen met een ganz specifieke interval. De beleegstellenbetreiber hier had een ganz einfach beleegstelling gebeurd. Van mijn gestel met zes Erika's behalte ik twee Begatterde Koninginnen voor mij. Dat betekent, van alle beschikken als een jaar, bleef bij hem twee vulgen als loonspender voor dat negende jaar terug. Dat is eigenlijk van het persensmateriaal aan me gemist. Als een vele onderschiedige veter hebben, met een onderschiedige herkomst hebben we hier die vulgen kunnen. Aberijns op binnen aan de vier plaatsen van de loon. Ja? Ik heb hier als inleiding onderscheid als jaren verloren zijn, maar toen heb ik als iedere nog een nacht niet. Als het uit de kans had, ik geschiet, dan moest ik weer als ik in de hand kom. Want ik had niet zo verzoek mee als ik erop. Als er meer variatie bij de droom, als die beleefstelling is hier schrijf. Veel in honing uiteraard, meer dan niet behoorlijk. Dat is een beetje filosofie, dat moet snappen zijn. Dat daar hebben we zin voor ons eigen, dat is wel altijd weer. Want die moeten vlugger maar wel erkennen. En dat wien valt wat veel arbeid, en als specialisten in de mensen goed te spreken. En we brauchen ze hygiënisch. Dat heißt, we brauchen een vielfalt aan dronen voor de jonge koningin. En we brauchen viele selectierte dronenspendenvulgen. Wenn we die selection hier niet maken, dan kunnen zijn dat we dronenvulgen afstellen die dat recessieve genoom wat we brauchen voor dat hygiëneverhaal niet meebrengen. En somit hebben we de nächste generatie in voortrein die niet wisten dat man tot goed ausräumen kan. Die is niet licht en niet toe. Das heißt, es reicht nicht aus, dass wir das berühmte 4A-Vulg kennen, wir müssen auch die Drohnenvölker selber uns mal angucken. Ich will, dass die ganze Genetik über die rezessive Vererbung will uns heute hier zu weit, aber wir können uns nochmal treffen. Gut, das fällt weg, wir machen weiter. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich spreche Deutsch inzwischen auch schon ein paar Wochen. Diesen Satz habe ich nie verstanden. Und ich habe das inzwischen ein bisschen umgemodelt. Ja? Die Königin ist auch Vater. Weil die Reduktionsteilung für den unbefruchteten Eier, wo die Drohne entsteht, bei ihr ist. So simpel ist es. Und die Drohne habe ich nie auswendig gelernt und verwende ich auch nie. Aber Sie brauchen nur ein etwas weiterführendes Interhandlung zu greifen und Sie werden den Satz finden. Aber wenn wir uns am Ende halten, dann ist die Königin in dieser Position, wenn sie Drohnen Eier legt, einfach Vater. Da findet nämlich die Redaktionsleitung statt. Genauso wie sie Mutter ist für die Arbeiterin. Und die einzelne Drohne ist nichts anderes als ein Multiplikator von das Ergebnis von den einzelnen Reduktionsteilen bei dieser einzelnen Vaterkönigin. Weil er produziert eine ganze Menge von identischen Spermien. Hier, das kennen wir alle im Prinzip. Hier ist, da ist das Diploide noch nicht ein und daraus entstehen und die gepaarte Chromosomen setzen hier die einzelne Paar, das andere Paar, verschilt in das eine oder andere Ei. Und dann haben wir die haploide Satz. B
wenn wir dann das aktuelle Spermium und dann auch mit der Auspackung, dann haben wir wieder ein diplomiertes Individuum. Gut. Ein kleines bisschen Mathematik, Zahlenspiel, einfach um ein bisschen klar zu machen, was da eigentlich passieren kann. Wir haben 62 Chromosomen hier bei der Honigbiene. Die Reduktionssteigung liefert uns 2×66 unterschiedliche Eier. Das heißt, rein theoretisch könnte eine Königin in unserem Volk 260 unterschiedliche Drohneneier legen. Das sind mehr Drohnen, als in einem Jahr produziert werden können. So viel Variation steckt in ein simples, normales Ei von einer Königin. Und da habe ich nur nach den Chromosomen geguckt. Also nach der Verteilung der 12, der 2×12, die 260 Chromosomen in Folge. Ich habe noch nicht mal Mutationen und alles mögliche angeschaut. Nur wenn ich schaue, nur die Vermöglichkeit von, ich pack das eine Chromosom in das eine Ei und alle anderen, alle anderen sind die unten abgehört, die untersten von allen Paaren, dann kriege ich ein Ei. Wenn ich zwei oben nehme und alle anderen sind unten, kriege ich das nächste Ei. Wenn ich das durchkalkuliere, komme ich auf diese 62. Gut. Wenn ich dann noch die 20 Drohnen, die in der Spermatheka sind, die wir heutzutage wissen, dazu packen, dann habe ich eine endlose Variation. Ja? So viel Arbeit, ich kriege das vorgegeben mit der ganzen Welt. Ja? Du hast dann gesagt, bei Golf, der füllt 8 Lottoscheine aus. Und siebenmal hat er Glück. Wenn man das auf die normale Zucht überträgt, füllen wir noch viel mehr Lottoscheine aus. Können wir? Ich sage, wenn man das auf die normale Zucht überträgt, füllen wir noch viel mehr Lottoscheine aus als der Golf in seiner Basiszucht. Ja, das tun wir. Aber wir sind schon gut, dass wir nur die eine Lottoscheine ausfüllen brauchen, nämlich die eine Königin, das eine gute Volk. Und dann machen wir weiter. Ich nicht. Jetzt noch ein bisschen Genetik, wenn ihr noch könnt und wollt. Das hier ist für mich eine Info. Die eine Seite, der genetische Inhalt, ist die Königin. Mit der einen Chromosomensatz, die eine Hälfte der Chromosomensatz und das die andere Hälfte der Chromosomensatz, die ist ja die Fluid, also der doppelte Chromosomensatz. Und hier sind 21 Drohnen mit deren einzelnen 21 Haploide, also einzelnen Chromosomensätze. 21 war das so einfach zu zeichnen. Ja? Also komm nicht mit der Idee, ja, Job 12 ist 7 mal 21. Jetzt sollte dann noch was passieren. Um Ihnen ein bisschen an die Farbe zu gewöhnen, alle kennen heute oder alle Lotsi von ein Volk habe ich hier entschieden, die diese Kombination waren und wir haben das gemacht. Ja? Warum das ist nicht der Börse nicht? Hä? Da geht es hier um die Tatsache, was passiert. Nochmal die Erinnerung daran, dass also jedes Ei neues wird, aber das Spermium, das die eine Drohne macht, ist immer das gleiche. Abgesehen von leichten Mutationen. So. Bei so einem Volk für ein Genom gilt, dass im Prinzip, wenn das in der Genetik vorgesehen ist, dass so viel Variation möglich ist, dann kommen wir auf ein Genom, die maximale Variation von 23. 2 von der Königin, 21 von der 21 Drohnen. In der Realität sind es natürlich meistens weniger, weil so viel Variation nichts existiert. Aber ich versuche ein bisschen in den Köpfen reinzukriegen, dass wir diese große Variation haben und behalten sollen, wenn sie da ist und nicht wegschmeißen. Gut. Jetzt kommt ein bisschen Stahl. Wenn ich weniger Drohnen nehme, dann habe ich natürlich schon eine Einigung in der Mitte. Und wenn dann die Drohnen untereinander noch verwandt sind auch,
dann kriege ich Flöcke, die ich gerne nach langen Diskussionen bei dem Etikett kannst du da anständigerweise noch draufkleben, beschränkt nennen. Das heißt, die Königin ist nicht das Problem, aber durch die geringe Drohnenzahl oder die Verwandtschaft unter den Drohnen ist das herausspielen können von der genetischen Variation, die das Tor normalerweise haben könnte, beschränkt worden. Gut. Und sowas geht natürlich nur bei der Hobby. Weil die viele Väter da sind. Und wenn die viele Väter in der Samenblase nicht weit genug voneinander genetisch entfernt sind, dann haben wir beschränkte Völker. Und wir haben einen eindeutigen Eindruck und Hinweise, dass das auf die Leistungsfähigkeit der Völker geht. Warum sage ich das so locker? Wir haben natürlich als Biologen, Klimabiologen, schon ewig und drei Tage über die Mehrfachpaarung. Und über die Frage, warum gibt es so viele Geschwistergruppen, die genetisch einerseits von der königlichen Seite verwandt sind, aber von der Thronseite dann nicht verwandt sind, im Volk. Und eine der Dinge, die ich immer dazu gesagt habe, ist rein spekulativ natürlich, gibt es plötzlich mal andere Zeiten für ein Bienenvolk, dann kann es in die glückliche Lage sein, dass eine Gruppe von einer Drohne abstammende Arbeiterin in der Kiste hat, die gerade das mitbringen, was an dem Moment gebraucht wird. Also ein extra Lottoschein. Dass das ganze Volk über die Runde helfen kann. Das wäre ein anderes Argument, warum die Variabilität in der Samenblase sein müsste. Oder warum die Natur das so weit entwickelt hat. Diese Mehrfachpaarung. Jetzt geht es noch. Da habe ich Börsen gemacht. Da habe ich was Falsches hineingekriegt. Das Problem ist, wenn ich bin mit PowerPoint von der einen Version zu der anderen gegangen und da muss ich ein ganzes Schritt machen. Hier habe ich so ein Beispiel, wie ich mir vorstelle, was nochmal passieren kann, wenn ich als Züchter nicht aufpasse. Sie können es mitlesen, ich brauche es nicht vortragen, oder? Kann es auch gerne vortragen, das ist nicht so gut. Das hier ist normale Volk, eine Königin, 21 Drohnen, da oben eingezeigt. Wir ziehen davon, wir haben gesagt, okay, das ist das Volk, das muss unsere vier Artvölker werden. In Durchfassungsbegleitungen heißt das, das Volk habe ich ausgewählt, um zu funktionieren für die Drohnen. Die Drohnenvölker werden da bezeichnet mit, das sind Töchtervolk. Die Drohnenmuttervolk. Ja, Drohnenmuttervolk ist auch ein schwieriges Begriff, man muss immer wieder malen, was man meint, sonst kann man die Abstammung. Kann man die Abstammung in die Diskussion nicht, ich kann das dann nicht verarbeiten. Ich muss es sehen. Gut, da haben wir sie. Sieben Königinnen haben wir nachgezogen, das sollte unsere Drohnenvölker werden. Und gucken wir uns das mal an. Ja. Hier ein paar sauber gezeichnet. Das ist es. Das blaue Stückchen genommen von der Königin, das ist da gelandet. Das blaue Stückchen genommen von der Königin in die nächste Königin gelandet. Und ich habe jeweils eine der Drohnen gezogen. Da eine, da eine, da eine, da eine, da eine, da eine, da eine. Aber die Königin ist eigentlich jedes Mal der eine oder der andere. Ja? Mehr kann ich nicht. Ich kriege immer, und ich hoffe, dass die Familie zu merken, was passiert. Ich kriege immer in diese Königinnen von die Mutterseite das eine oder das andere mit. Plus eins von der einen Drohnen. Aber nicht alle 21 hat man 7 gemacht. Die anderen 14 Drohnen fliegen nicht mit. Ja? So. Wenn ich jetzt schon eine Königin da, die sie hier mit dieser Drohne begattet, diese hier, das sind letztendlich die Drohnen. Ich muss noch einmal eine Schussreihe machen, das heißt, die Drohne kriegt das oder das, oder das oder das, und ich mache das, und ich habe nur 7 Königinnen genommen, dann kann ich nichts anderes als das auch in die Spermatheke machen. Gut, und da habe ich dann aufgelistet, wie ich das gerechnet habe, euch zu lieben. Ja? So kann es kommen.
liegt dahinter, warum nehme ich das eigentlich ohne Mutter vor, muss natürlich eigentlich sein, ich möchte gerne die gute Genetika, die in das eine vorgesteckt, so weit wie möglich in die nächste Generation reichen. Herr Bestunz hat mal aus ganz anderen Gründen was ausgerechnet, hat also Lotto gespielt mit dem Computer und hat sich ein Patron vorgestellt, wo 50, also 20 unterschiedliche Drohnen in Samenblasen sind und hat jedes Mal ein Spermium auf die Samenblase gezogen. Und hat das einmal 35 Mal gemacht, einmal 200 Mal, einmal 500 Mal und einmal 10.000 Mal. Und er hat angenommen, dass alle Drohnen in die gleichen Frequenz in die Spermathek sind. Das heißt, jeder der 20 Drohnen hatte die gleiche Chance, um genommen zu werden. Und es steht nichts anderes hier, als wenn ich 35 Drohnen vornehme, dann kriege ich viele von der einen Drohne und ganz wenig von der anderen Drohne in meine junge Königin, die Drohne produzieren. Erst wenn ich 10.000 Völker mache, dann habe ich ungefähr die Karte, das Genom von das Drohne-Muttervolk, das 4a-Volk reproduziert. Und ich suche noch nach dem Rätsel, wo die Völker losgehen. Es tut mir leid, aber so ist das sagt die Mathematik. Und dass diese Realität existiert, zeigt mir diese Kurve. Wir haben lange Diskussionen. Sie wissen, wir können mit der Molekulargenetika von jeder Arbeiterin feststellen, welche Drohne dieses Ei von dieser Arbeiterin befruchtet hat. Und wenn wir das machen mit einer Gruppe von Arbeiterinnen, dann kriegen wir immer solche komische Kurven. Der eine ist hochfrequent, der war öfter da und der andere war gar nicht da oder ganz wenig. Und das hat uns eben immer um 3 Tage gewohnt. Das Problem ist einfach, dass so eine Analyse viel Geld kostet. Also haben wir nie ein ganzes vorgenommen. Und Helge hat gesagt, okay, da rechnen wir. Und dann hat er uns ausgerechnet, ja, den hat er gebraucht, um wirklich zu wissen, ob die eine Drohnengruppe vielleicht frequenter ist in das reelle Volk als die andere, müsst euch 10.000 Arbeiterinnen analysieren. Das ist das, was Helge gerechnet hat, warum er es gemacht hat. Aber er sagt genauso, wie das mit den Drohnenvölkern. Mit den Drohnenvölkern ist als Tochter von. Jetzt kommen wir ein bisschen an die Unterschiede. Das ist die Unterschiede, die Erik uns heute Morgen schon erklärt hat. Die Wurzelstücke schreiben anders als die Kleinwurzel. Mehr will ich dazu nicht sagen, es steht alles da. Da finden Sie die Beschreibung, wie das zustande kommt und. Er hat ganz heute Morgen die Dinge deutlich genug erklärt, was es jetzt sein, Sie können es überall nachlesen. Und das ist im Prinzip die Kleinigkeit-Abstammung, so wie sie zurzeit gehandhabt wird, ist auch eine Form der Stammbaumdarlegung. Also da ist ein Unterschied. Aber das ist kein Format und kein Ernsthaft. Ist einfach vereinbaren, wie schreiben kann. Mehr will ich damit nicht sagen. Dies hier kommt aus dem wie muss man sich die Wirtschaft vorstellen, weil die andere kennen am besten. Und da geht es um die Frage, was wird integriert. Erik hat heute Morgen auf dem Tisch gesagt, es gibt also eine, das was wir unsere Wirtschaftslinie nennen, oder was man, was die Wirtschaftslinie, Wirtschaftslinie oder Wirtschaftsstamm nennen. Und da wird irgendwas aus einer anderen Kombination dazugenommen, es wird gekreuzt, das schimmt sich dann die Kombination zu. Das sind eine Reihe von Schritten, erst dann nur eine. Da entsteht also eine Kreuzung von irgendwas mit was anderem und die wird weitergeführt und weitergeführt. Und in einem bestimmten Punkt wird gesagt, okay, wir sind der Meinung, dass die Kreuzung, die wir jetzt hier haben, relativ stabil ist und dann wird mit der Hauptlinie kombiniert. Und entsteht eine halbwegs neue Linie. In dieses Schritte hier wird unheimlich scharf selektiert. Und das können Sie relativ früh tun, weil es sind, da fallen viele Kombinationen an, die nicht laufen. Und somit brauchen wir nur ein beschränktes Anteil von Offenungswegen einzubinden. Es werden also in die Schritte viele Töchter gemacht und ein paar davon für die nächste Stufe mitgenommen. Jetzt kommt ein bisschen verwirrendes Bild, aber das stellt das Ganze dann nochmal
ohne mit ein paar Unterschiede im Hinterkopf zu haben, das wir lernen. Als Beispiel wieder, gut. Der Züchter hat eine Reihe von interessanten Geschwistern gemacht, hat er, und er wählt sich hier 1, 2, 3 aus. Zufällig sind das die Nummer 4, 7 und 18. Und von denen wird wieder eine Serie gemacht, jeweils auf eine bestimmte Blechstelle oder Besaam. Und da fängt das Spiel von wer nehme ich für die nächste Generation wieder statt. Und wird wieder angepeilt und so weiter und so fort. Bis man zufrieden ist mit was man hat. Das wird also relativ schnell verliebt. Und das ist, das kennen Sie alle, das ist das Reihenschema nach unten. Das geht im Prinzip nach der gleichen Reihe, wird auch nur ein bestimmter bevorzugt, dann wird auch angepeilt. Und das ist dann hier das letzte Bild eigentlich. Dabei geht es mir um dieses hier. Wir haben wirklich Unterschiede eigentlich nur hier. Da vorne stehen die Krankenkassenrichtlinien von Deutsch-Inkommunen und von Arbeitsgemeinschaft Tolerance. Das sind die Bürgerschaften, die Gemeinschaft der Europäischen Bürgerschaften. Das ist die Gemeinschaft der Europäischen Bürgerlinien. Und das ist die Basiszüchter. Und Sie finden diese Tabelle zurück in den Bienenjournal von ein paar Monaten. Und die Unterschiede eigentlich sind hier, nämlich hier wird auf die Morphometrie, und die Frage, ist es reinlassen im Sinne von Morphometrie, keine Wert gelegt. Hier wird mehr Wert auf die Wirtschaftlichkeit des Völkern gelegt. Und dann haben wir noch ein kleines Unterschied, was vielleicht auch von Interesse wäre, nämlich die Frage nach der kontrollierten Paarung. Und da ist bei der Basis hier unten passiert das nicht. Also wir haben hier drei Stellen, wo ich sage, ja gut, da gibt es Unterschiede und wir können ewig lang darüber diskutieren, von welchem Gewicht die eigentlich sind für die Frage nach einer guten Bienenpopulation. Und das ist dann die einzige Frage, die uns eigentlich stellen muss. Davon ausgehen, dass die Auslese, also die Beurteilung der Frage seriös passiert, gibt es da keinen Unterschied. Viel Spaß mit den Bienen nächstes Jahr. Ich danke.